Hallihallöchen und willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. Wir sind immer noch mitten im Lab und haben hier den Zauberladen erkundet. Da unten haben wir noch Valkyries Fressnapf, den hatten wir noch nicht. Es ist ein Wunder, dass Valkyrie überhaupt noch Hunger hat, wenn sie angeblich immer so viel Menschenfleisch konsumiert. Mhm. Sehr schön. Okay, ach, da sind noch Gefühle. Genau. Alter, ich versteh's ja, aber ein kampfbasiertes System ohne soziale Mechaniken ist mein verfluchter Albtraum. Bist du... Hey, Kitty. Wo bist du hergekommen? Hast du dich verlaufen, du süßer Fratz? Mhm. Boah, du Klugscheißer, da ist eine Katze draußen vorm Laden. Mann, kein Plan, sie hat kein Halsband. Ach ja? Ich rufe Pike an und frag, ob jemand eine Katze vermisst. In der Zwischenzeit rate mal, wer mit mir zur Arbeit kommt. Ja, wer? Ja, wer? Ja, ganz genau. So wäre ich aber auch. Sind wir mal ganz ehrlich. Katzen sind die besten Tiere der Welt. Besten Haustiere der Welt. Okay, ich als Doppelkatzenmama darf, glaube ich, auch nichts anderes sagen. So, dann kaufen wir doch mal ein. Der Seelensaphir ist hier und steht zum Verkauf. Und sehr schön. Okay, was haben wir denn hier? Schriftrolle der Gewandtheit. Die haben wir ja schon. Was besprechen? Aber das heißt nicht kaufen, ne? Wir haben bereits einige davon, oder? Ja. Ja. Okay. Trollstaub. Sehr freundlicher Troll. Das würde ich gerne sehen. Trolldust. Kuriosität. Jede Klasse. Die eingestaubten Trolle werden sehr freundlich. Und ein so ein Gläschen pro Troll. Und es kostet 3 Gold. Also ist da ganz bestimmt ein Troll bei der östlichen Brücke. Ja, mit Sicherheit. Denkst du, wir können einen Troll besiegen? Ja, könnte sein. 10.000 Gold? Okay. Offensichtlich gibt es einen anderen Weg, ihn zu bekommen. Sicherheit. Warum kostet der 10.000 Gold? War ich zu großzügig? Er kostete ursprünglich 20.000, aber... Nein, ich meine... Vergesst es. Vielleicht können wir mit ihr ja handeln. Würdet ihr erwägen, uns den Saphir zu geben? Für meine Hand in der Ehe? Was? Im Austausch für etwas sehr viel Wertvolleres. Meine Hand. In der Ehe. Mit allen verbundenen Vorteilen. Und ihr solltet wissen, ich würde es nicht anbieten, wenn ich es nicht meinte. Hör mal, du flirtest dich auch durch alles durch. Ich meine... Oh Mann! Ihr seid ja voll drin! Zu behaupten, ich sei nicht versucht, wäre gelogen. Aber ich kann das leider nicht annehmen. Vorerst. Wir brauchen den Saphir unverzüglich für unsere Quest, das Zeitalter der Monster zu beenden. Ich hörte von einem magischen Fisch. Der Legende nach lebt er im Fluss der Sorgen. Wenn ihr mir eine seiner Schuppen bringt, erhaltet ihr von mir den Saphir als Belohnung. Ja, wir haben doch so eine Schuppe. Eine magische Fischschuppe. Beeindruckend. Nun... Hier ist mein Teil der Abmachung. Sehr gut. So. Holen wir jetzt das Pulver? Nur noch ein Juwel übrig. Fast geschafft.
Ich bin mir nicht sicher. Nee, komm. Holen wir mal nicht. So, habe ich jetzt alles hier zerstört? Siehst ich du? Will. Ich will, ich will, ich will. Vielleicht, wenn Ethan nicht hier ist. Okay, haben wir uns jetzt indirekt schon für sie entschieden? Oh, ich hoffe nicht. Ich hätte lieber den Brian. Komm schon. Komm, wir gehen. Sag mal. Ja, gut, das Geflirte hier ist Next Level, auf jeden Fall. So. Achso, wir können dem Schmied, können wir jetzt sagen, was Sache ist. Hi. Hey, wir haben die Komponenten für Sonnensilber gefunden. Es sind Eisen, Goblinerz und Feuerpuder. Den Göttern sei Dank. Natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Warum nehmt ihr nicht diese Schriftrolle für eure Freundlichkeit? Ich brauche sie nicht. Okay, danke schön. Schriftrolle des Vorteils. Haben wir Hast auch schon. Hast du die Schriftrolle zuerst gesehen? Nein. Okay. Er ist mutig und er ist ehrlich. Gut. Weiter geht's. So, dann bleibt ja eigentlich nur noch. Ohne Monster. Bleibt ja eigentlich nur noch die Schnee am Fenster. Okay, ist ein Eisladen, ne? Der Troll an der Brücke. Ist das auch wieder Ryan? Oh, wer Wie macht denn Randy da Gymnastik? Wie mit dem USB-Stick vorankommt? Joggerin. Blumenladen können wir auch rein. Okay. Der Lauf war so super. Ich bin stolz auf mich. Schön. Wow. Freut mich für Sie. Die wir motiviert haben, ne? Laufen zu gehen. Lass uns mal in den Blumenladen. Stört es dich, wenn ich kurz hier reingehe? Badenangelegenheit. Ich muss meine, Mitgliedschaft in der Badengilde erneuern. Ja. Okay. Okay, gut. Mal eben Auszeit von dem Lab nehmen. Wissen war da draußen. Dear Customer. Wir werden weniger Stunden aufmachen. Während Mai und Juni. Während wir Sachen rausfinden. Okay. Couldn't have done it without you, Nana Riley. Oh. Hat sie bestanden? Ganz Notizen. Oh, hallo. Wir sehen gut aus, ne? Vielleicht frage ich Riley mal, wie es mit dem USB-Stick läuft. Ja, machen wir sofort. Erst gucken wir uns natürlich wieder um. Jobanzeige. Muss schwer sein, in einer Kleinstadt neue Angestellte zu finden. Hoffentlich klappt's. Ja. Lisas Blumen stellt ein. Wir suchen einen freundlichen Angestellten für Ladenführung, Blumen, Arrangements, Kundendienst, Kasse, Auslieferungen. Wir sind seit fast 25 Jahren ein Geschäft mit Familienbesitz in Haven. Vollzeit- oder Teilzeitstelle möglich. Bitte sprich bei Interesse Eleanor an. Ja, ich glaube, sie wird wahrscheinlich ein bisschen zurücktreten wollen mit ihrer Vergesslichkeit. Mega. Ja, der wird immer besser. Der wird immer besser, der junge Mann hier. Ich denke mal, dass hier nichts fürs Lab versteckt sein wird. Warte mal, hatten wir da vielleicht noch Gefühle? Nein. Da ist noch ein Schild. Mann, diese Kleinstädte. Jeder hat sich Mühe gegeben, Riley in den letzten Wochen zu gratulieren.
Sehr geehrte Kunden, die Geschäftszeiten von Leith Bloom werden im Mai und Juni eingeschränkt sein, während wir zusätzliche Angestellte einstellen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeit. Glückwunsch, Riley. Okay. Haben wir sonst auch nichts mehr? Tombola? Also spendet Eleanor die ganzen Dekorationen. Leith Blumen, Frühlingstombola. Nehmt einen wunderschönen Strauß vom diesjährigen Frühlingsfest mit nach Hause. Ein Los, ein Dollar. Alle Einnahmen gehen an die Gesellschaft zur historischen Erhaltung von Haven Springs. Okay, können wir da mitmachen? Nee. Schade. So, haben wir hier noch was? Nee. Ich komme mich kurz um, ne? Ja, Kare. Was für ein Stück Scheiße. Mac. Hey, Riley. Ich habe ein Abschiedsgeschenk für dich. Ist von dem Schokoladen, in dem wir zu unserem letzten Jahrestag waren. Ich kann in letzter Zeit nicht schlafen, wenn ich daran denke, dass du ganz alleine feiern gehst. Natürlich vertraue ich dir, aber da wird es eine Menge Kerle geben und das macht mich nervös. Ganz ehrlich, ich wünschte, dass du ein wenig daran denken würdest. Ruf mich an, falls du je reden willst, Mac. Also, Mac, ganz ehrlich. Eifersucht hin oder her, ja? Ihr seid jetzt also nicht mehr zusammen. Chill mal. Oh, hier haben wir ganz viel. Für das Frühlingsfest. Die sind wirklich super schön. Mhm. Das Frühlingsfest freue ich mich auch. Ein Check. Das ist einfach so lieb. Eleanor Lenz. Adresse Haven Springs am 20. Mai. Zahlbar an Riley. $500. 500 und 0,100 was? Dollar. Ja, $500. Western Ridge Credit Union von Eleanor Length. Liebe Riley, du wirst einen neuen Computer für dein tolles neues Stipendium brauchen. Falls es nicht reicht, sag Bescheid und ich stelle einen weiteren Check aus. Ich bin so stolz auf dich. Alles Liebe. Oma XOXO. Schön. Omi unterstützt ihre Riley. Riley hat schon 300 Seiten gelesen. Muss gut sein. Okay, was haben wir denn hier schön? Der Mascaron-Effekt. Eine erstaunliche Zukunftsvision. Okay. Computer. Ich werde das so krass nicht anfassen. Hackby Nimble Passwortknacker. Was? 7 Tage Probeversion. Was? Ach so, sie bastelt. Ja, natürlich. Angriffsmodus. Standardmodus. Brute Force, Lexikon, Spinne, Maske, Fortschritt, testet Passwort, Diane 4. Verstrichene Zeit, 1 Minute. Überprüfte Passwörter, 354.000 schon versucht zu knacken. Gott, vor kaum einem Monat saß ich in diesem Bus. Kommt mir vor wie Jahre. Busticket für Riley. Wahrscheinlich wegen der Uni und so? Okay. Dann quatschen wir doch mal mit der guten Aufgabe. Früher oder später wird Riley von Eleanors Geheimnis erfahren. Did you mean to order this twice? If not, I'll send back on Mom. Wolltest du das zweimal kaufen? Verdammt. Okay, reden wir mit ihr. Hi. Ich wusste gar nicht, dass Riley technisch so begabt ist. Gabe schon. Hat es mit dem Stick geklappt? Nein, noch nicht. Das wird Stunden dauern, wenn wir Glück haben. Oh. Wenn du es dir ansehen willst, es läuft auf dem Computer im Büro. Aber fass bloß nichts an. Okay. Ich bin dir so dankbar, dass du das für uns machst. Du musst mir nicht danken. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und es macht sogar Spaß. Ich wusste nicht, wie gut du mit Computern umgehen kannst. Willst du was in die Richtung studieren? Bauingenieurwesen. Oder vielleicht Robotik? Ich muss mich noch entscheiden. Echt verrückt alles. Egal, lass uns über was anderes reden. Okay, über Eleanor, über Mac. Frag mal, wie es Eleanor geht. Ich habe Eleanor heute Morgen in der Black Lantern gesehen. Sie brauchte wohl eine Auszeit von mir. Ich habe sie den ganzen Morgen genervt, dass wir einen von diesen Notfallknöpfen brauchen. Oh Mann. Ich würde 4 Stunden entfernt sein und sie hat noch nie alleine gelebt.
Wie geht's Mac eigentlich? Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Ach, der ist hier irgendwo. Aber schämt sich zu sehr, um sich zu zeigen. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, macht er mich blöd an. Ich bin so froh, wenn ich endlich hier weg bin. Halte durch. Lass uns später reden. Ich sag Bescheid, wenn es was Neues gibt. Also, danke nochmal. Okay. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Wir haben ja noch ein bisschen was mit Thaynor zu erleben. Das Lab muss weitergehen. Ja, mal gucken. Mal wieder auf mein Handy gucken, ob es da nicht schon wieder 3 Trilliarden neue Nachrichten gibt. Ich frage mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Na guck. Verloren. Scheiße, das hat ja nicht lang gedauert. Ein USB-Stick. Ich denke, dass ich ihn vorhin in der Lantern noch hatte. Falls ihn irgendwer findet, meldet euch bitte sofort bei mir. Ich biete eine Belohnung. Ich halte die Augen offen. Danke. Mist, ich hoffe, dass du ihn findest. Was für eine Belohnung. Hast du ihn gefunden? Nein, aber abhängig von der Belohnung gebe ich mir bei der Suche viel mehr Mühe. Toll. Okay. So, warte, haben wir noch... Ja, mal... Achso, ja, da waren ja noch weiter unten. Da haben wir nichts. Tagebuch. Hat dich das gelesen, Diane? Ryan Freude, hat dich das gelesen? Glaube ja, ne? Glaube, das haben wir gelesen. Ansonsten könnt ihr ja kurz auf Pause drücken und es nachlesen, falls wir es nicht gelesen haben. So. My Blog. Charlotte. Hallo alle zusammen. Ich habe entschieden, meine Porträtkommission für den Moment zu schließen. Ich muss mich durch die Warteliste arbeiten. Tut mir leid. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Mist, ich wusste, ich hätte nicht zögern sollen. Ist ja nur für den Moment. So viele Erinnerungen an Gabe, die ich nicht sammeln konnte. Ja. Danke an alle, die Gabe Chans Gedenkfeier beigewohnt haben und besonders an diejenigen, die ein paar Worte gesagt haben. Ich denke, wir haben Gabe stolz gemacht. Erinnert ihr euch an das, was er immer tat, wenn ihn etwas rührte, aber es ihm zu peinlich war, es zuzugeben? Ich habe nicht geweint, seit ich 14 war. Das ist eine Allergie. Guck mich nicht an. Ich werde ihn vermissen. Sehr. Gleichfalls. Ja. Oh. Danke an alle, die heute anwesend waren. Tut mir leid, wie es sich entwickelt hat. Wie wäre es mit einer letzten Verabschiedung? Und diesmal machen wir es richtig. Klingt nach einer guten Idee. Ich habe eine Idee. Können wir uns alle um 21 Uhr auf der Brücke treffen? Ich werde dort sein. Ich auch. Brücke um 21 Uhr. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Aber ein Danke reicht völlig. Ich habe Chrissy gefunden. Sie hat in Frau Crawfords Blumenladen gewütet, aber sie ist jetzt zu Hause. Ich bin so froh, dass du sie gefunden hast. Gib ihr einen fetten Kuss von mir. Die ersten Küsse gehen an das Mädchen aus dem Plattenladen, die mir geholfen hat, sie zu finden. Alex? Verdammt, die Legende wächst. Vielen Dank für eure Geduld in den letzten Tagen. Im Moment ist alles ungewiss, aber wir hoffen, bald wieder zu unseren normalen Geschäftszeiten geöffnet zu sein. Weitere Informationen folgen bald. Vielen Dank für das Update. Freue mich schon auf meinen Einkauf. Falls du jemanden brauchst, der dir mit Ethan oder irgendetwas anderem hilft, lass es mich wissen. Okay, da sind wir auch dort wieder auf dem neuesten Stand. Warte mal, was sind unsere Aufgaben? Finde den Seelenrubin. Ist wahrscheinlich, wenn wir den Goblin besiegt haben. Gib Gold für magische Waren aus. Okay, sollten wir vielleicht doch das das Pulver holen? Können wir holen das Pulver? Hilft uns wahrscheinlich nicht, kämpfen zu müssen. Dein Leben gehört hin. Gehen wir mal eben nochmal rein. Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Geflirte hier. Hi, wir sind's nochmal. Wir haben uns doch entschlossen, hier was zu kaufen. Hi, 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 hi. So, und zwar möchten wir den Trollstaub. 3 Gold, bitte. Sehr gut.
Dankeschön. Tschüss. Nee, ich wollte hier raus. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung, aber das könnte uns Kampf gegen den Flusstroll gleich helfen. Könnte helfen. Auf jeden Fall. Gut. Wir sind gut ausgerüstet. Ah, Hilfe. So, aber was uns da in der Gasse dann gleich erwartet, gegen wen wir kämpfen müssen, wahrscheinlich wieder Ryan, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Da ist dann wahrscheinlich auch das Finale vom Lab. Und dann werden wir uns, denke ich mal, weiter damit beschäftigen, Typhoon zu bespitzeln. Vielleicht hat Riley bis dahin was rausgefunden. Das Frühlingsfest steht natürlich noch an, wo wir, denke ich mal, auch noch eine Menge Spaß haben werden. Und ich hoffe, dass wir Ethan ein bisschen aufmuntern konnten hier. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü.